Servus miteinander, mein Name ist Peter Berek. Viele kennen mich aus der Kommunalpolitik, aber heute wollen wir uns mal um die wichtigen Dinge des Lebens kümmern. Wir backen den perfekten Weihnachtsstollen. Ding, ding, ding. Boah, der duftet wahnsinnig. Da haben wir ihn. So. Ja, liebe Leute, dann legen wir einfach los. Dafür brauchen wir viele leckere. Take 3. Wir nehmen unser Mehl in ein klebereiches Weizenmehl Typ 55. Wir brauchen Hefe, wir brauchen Milch. In der Milch lösen wir unsere Hefe auf. Dann gehen alle anderen Zutaten mit rein in die Schüssel. Etwas Butterschmalz und Butter, Eier, Salz, Zucker und Vanillezucker. Eine frisch geriebene Zitrone. Kneten den Teig fertig und erst zum Schluss, bevor er so kurz vorm fertig kneten ist, geben wir die Früchte rein, damit die nicht kaputt gegeben werden. Wir brauchen Zitronat, wir brauchen gestiftete, gehobelte Mandeln und dann brauchen wir natürlich Rosinen, die man am Tag vorher waschen sollte, damit also das Schwefel rauskommt und dann werden sie eingelegt in Rum und wenn man dann aufmacht hier, ein Traum. Das waren die Zutaten. Perfekt. Einmehlen, damit es nicht klebt. Und da haben wir ihn. Jetzt wiegen wir die Stollen ab. Schauen wir mal. Und jetzt machen wir Stollen. Genau, da muss man richtig schnell sein im Formen, sonst klebt der Teig. Und dann wird er eingeschlagen, damit wir oben eine gute Spannung bekommen. Fertig, Leute. So, dann legen wir sie auf die Backfläche drauf. Jetzt darf der Teig noch ein bisschen ruhen. Also, jetzt ist es soweit. Die Stollen stehen kurz vor dem Ofen. Jetzt müssen wir es noch schneiden. Und jetzt ab in den Ofen. Wow. So, und jetzt kommt der Clou. Eine leicht gebräunte Butter. Puderzucker auf diese frische Butter drauf. Dann gibt es so eine leichte, gute Kruste. Und dann hat der Stollen endgültig seinen super Geschmack. Lecker. Ja, der Hans-Peter. Was will denn der? Hallo Peter, wie geht's im Fichtelgebirge? Ich wollte noch mal hören, was macht denn dein Wahlkampfvideo? Oh, Wahlkampfvideo. Ganz ehrlich, irgendwas fehlt. Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ruhige Feiertage, einen guten Start in das Jahr 2020 und freuen wir uns einfach auf all das, was kommt. Die zwei Kerzen da, die haben wir jedes Jahr wieder dastehen. Was soll ich noch sagen? Christbaum haben wir noch keinen, aber werden wir finden. Irgendwann, am 24. Vielleicht gehen wir mal ins Alex-Bad, das war vielleicht einmal ein Gag, das haben wir selten bei uns.